Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um das Thema Darknet. Und zwar werden wir klären, was ist das Darknet überhaupt? Wie kommt man ins Darknet? Das werde ich euch zeigen. Und was sind die Chancen und Risiken im Darknet? Und was hat das Ganze mit illegalen Marktplätzen zu tun, wie der Wall Street Market einer war? Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Video rein. Was ist das Darknet? Zunächst müssen wir uns da mal angucken, wie das Internet überhaupt funktioniert. Ja. Das normale Internet, der öffentlich zugängliche Teil, auch Clear Web genannt, kann von Suchmaschinen wie Google ganz einfach indexiert werden. Das heißt, ihr geht was in Google ein, findet die Seite. Im Deep Web ist das anders. Das Deep Web ist der nicht öffentlich zugängliche Teil des Internets und wird ganz oft auch von Firmen oder auch Bibliotheken für Datenbanken benutzt, ist also per se nicht illegal. Das, was in den Medien immer für so Aufmerksamkeit sorgt und auch mit Illegalität verbunden wird, ist das sogenannte Darknet. Und das Darknet ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil vom Deep Web. Man könnte das Internet mit einem Eisberg vergleichen. Die Spitze ist das Clear Web, also der öffentlich zugängliche Teil. Und der viel, viel größere Teil ist das Deep Web. Und eine kleine Spitze von diesem Teil, der unter Wasser ist, ist das Darknet. Und genau dieser Teil wird eben oft mit Illegalität verbunden. Laut Schätzungen ist das Deep Web ungefähr 400 Mal größer als das Clear Web. Nur um mal so die Dimensionen euch aufzuzeigen. Und wie gesagt, der größte Teil des Deep Webs besteht nicht aus illegalen Inhalten. Das ist ein ganz kleiner Teil, und zwar das Darknet. Webseiten im Darknet lassen sich nicht mit normalen Browsern aufrufen. Diese Webseiten nennen sich auch Hidden Services und ihr benötigt zum Aufrufen den Tor-Browser. Und es ist so, anders als bei Clearnet-Webseiten funktioniert die Verbindung ein bisschen anders. Der Tor-Browser sendet eine Anfrage nicht direkt an den Server, sondern über verschiedene Knotenpunkte, die eben das Ziel haben, euch bzw. den Nutzer zu anonymisieren. Und das sind meistens 3 bis 5 Knotenpunkte, über die die Verbindung geht. Und der angefragte Server, also wir nehmen jetzt mal das Beispiel, ihr verbindet euch auf Google, sieht dann nicht eure IP-Adresse, sondern nur die IP-Adresse des letzten Knotenpunktes, der die Anfrage sendet. Und diese vermeintliche Anonymität machen sich eben auch Kriminelle zu nutzen, um auch Behörden bzw. dem Zugriff der Behörden zu entkommen. Wie gesagt, ich sage mit Absicht vermeintliche Anonymität, weil die Behörden natürlich auch mittlerweile Möglichkeiten haben, Server und auch Nutzer zu identifizieren. Was findet man im Darknet? Wie ich euch vorhin schon erklärt habe, ist der Darknet nur ein kleiner Teil des Deep Webs. Und tatsächlich ist es so, dass man im Darknet viele illegale Inhalte findet. Es dreht sich viel um Marktplätze, wo illegale Güter angeboten werden, wie es auch beim Wall Street Market der Fall war oder bei anderen Marktplätzen. Es gibt geschlossene Communities, es finden sich alle möglichen Arten von Videos. Ich habe vor kurzem gesehen, dass im Dark Web die Hungerspiele in Russland nachgespielt wurden. Da gibt es auch Bilder zu finden im Dark Web. Oft sind solche Sachen aber natürlich auch fake. Und anders als im Clearnet ist es im Darknet natürlich so, dass ihr Inhalte nicht einfach googeln könnt oder Seiten, sondern ihr müsst genau wissen, wie die Adressen der Seiten sind bzw. des Hidden Services, den ihr besuchen möchtet. Ich habe euch schon erklärt, dass das Deep bzw. das Darknet nicht über einen normalen Browser aufrufbar ist. Wie kommt man also ins Darknet? Dazu benötigt man den Tor-Browser. Und wie man jetzt genau ins Darknet kommt, wie man den Tor-Browser installiert, das zeige ich euch jetzt, und wir werden auch zusammen ein paar Seiten besuchen, damit ihr einfach mal Beispiele habt und ein Gefühl dafür bekommt, was es im Darknet so zu finden gibt. So Freunde, um ins Deep bzw. Dark Web zu kommen, benötigt ihr den Tor-Browser. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ihr den Tor-Browser installiert, was die Besonderheiten sind, und dann werden wir später auch mal schauen, was findet man im Dark Web eigentlich so. Also, um den Tor-Browser zu installieren, geht ihr hier auf torproject.org, und es gibt natürlich Klienten für Windows, macOS, Linux und Android. Ich installiere jetzt hier mal Windows, weil ich ein Windows-Betriebssystem habe. So, die Sache lädt runter, und dann werde ich euch gleich zeigen, wie das Ganze installiert wird und wie der Tor-Browser dann in Action aussieht. So Leute, ich habe jetzt den Installationsassistent schon mal gestartet, ganz normal wie jedes andere Programm auch. Einfach die Sache installieren.
und dann seid ihr ready to go und wir können den Tor-Browser öffnen und ich zeige euch jetzt mal die Besonderheiten und was es so zu finden gibt im Darknet. Wir haben den Tor-Browser offen. So, jetzt seht ihr hier mit Tor verbinden. Der Tor-Browser leitet deinen Datenverkehr über das Tor-Netzwerk, das von Tausenden von Freiwilligen auf der ganzen Welt betrieben wird. Man kann hier immer automatisch verbinden, setzen, verbinden. Und jetzt verbinden wir uns mit dem Tor-Netzwerk. So, und wir sind verbunden und jetzt kriegen wir hier noch einen kleinen Hinweis, nämlich wenn Sie Ihre bevorzugte Sprache in Englisch ändern, sind Sie schwieriger im Internet zu identifizieren und verbessern Ihre Privatsphäre. Wollen Sie englischsprachige Versionen von Websites anfordern? Können wir jetzt mal Yes drücken? So, dann ist die Sprache geändert. Und jetzt sind wir schon mit dem Tor-Netzwerk verbunden. Wir können jetzt mal prüfen, wie unsere IP ist. Ich gehe da immer gerne hier zu world.net. Und wir können mit dem Tor-Browser auch ClearNet-Webseiten aufrufen. Also nicht nur Hidden Services, sondern auch ClearNet-Webseiten. Und ihr seht hier, die IP ist anonymisiert. Er erkennt es hier auch als eine Tor-IP-Adresse. Und damit ist unsere richtige IP verschleiert. Es gibt noch ein paar Besonderheiten im Tor-Browser. Und zwar, wenn ihr hier oben auf diesen Reiter geht, kommt ihr zu den Sicherheitseinstellungen. Wir öffnen das einmal. Die sind aktuell auf Standard. Es gibt noch mehrere Einstellungen. Dazu gehen wir auf erweiterte Sicherheitseinstellungen. Und ihr seht, ihr könnt hier zwischen Standard, sicherer und am sichersten unterscheiden. Je höher ihr mit diesen Sicherheitsstufen geht, umso vermeintlich sicherer ist die ganze Sache. Es wird JavaScript, verschiedene HTML-Elemente werden deaktiviert, einfach um es Webseiten schwieriger zu machen, euch zu identifizieren. Genau, und das war es eigentlich schon zum Tor-Browser, zur Installation. Und jetzt werde ich euch noch zeigen, wie ihr das Tor-Netzwerk durchsuchen könnt, was für Seiten es so zu finden gibt und wie ihr die ganze Sache auch nutzt. Ich habe euch ja schon erklärt, dass anders als im ClearWeb, das DeepWeb nicht so einfach zu durchsuchen ist. Also ihr habt da keine Suchmaschine, die euch irgendwelche Seiten und Inhalte ausspuckt und ihr müsst die Seiten, die ihr besuchen wollt, auch kennen. Eine sehr bekannte Linkliste ist das sogenannte Hidden Wiki, ist über die Jahre immer wieder anders geworden, gibt viele Scams. Ich habe das jetzt hier mal offen und da seht ihr schon, es gibt hier Links zu anderen Linklisten, es gibt hier Dark Web Hackers for Hire, also Hacking Services, es gibt einen Account Market, da werden PayPals, eBay und Bankaccounts bereitgestellt, verkauft. Und wir machen jetzt diese Seite mal auf und wir sehen hier Dark Web Hackers. Ja, welcome to the Dark Web Hackers. Und im Endeffekt bietet der gute Vladimir hier einen Hacking-Service an und bietet da verschiedene Services, Facebook- und Twitter-Account-Hacking, Remote Control, andere soziale Netzwerke, DDoS, also DDoS für einen Monat für gesicherte Webseiten, DDoS für einen Monat für ungesicherte Webseiten und DDoS ist im Endeffekt einfach eine Möglichkeit, andere Webseiten down zu halten. Es wird sehr gerne genutzt im Dark Web, um Konkurrenzseiten offline zu halten. Das Ganze funktioniert so, es werden extrem viele Anfragen an den Server gesendet, sodass dieser zusammenbricht und nicht mehr erreichbar ist. Und das Ziel von so einer DDoS-Attacke ist einfach, die Webseite offline zu halten. Also ihr seht hier schon, in welche Richtung das geht. Aber man muss auch dazu sagen, ganz klar, viele dieser Seiten sind Scam und die User bezahlen hier in Bitcoin und erhalten keinen Service. So, wir gucken uns mal die nächste Seite an, Egg Market, und hier werden PayPal-Accounts verkauft, eBay-Accounts, Bank-Accounts, ne? Ihr seht hier schon 10 PayPal-Accounts mit Guthaben von 250 bis 500 Dollar, kosten hier 150 US-Dollar. Natürlich auch in Bitcoin zahlbar, aber auch hier ist es meiste Scam und wenn ihr da einkauft, macht ihr euch natürlich auch strafbar. Das müsst ihr wissen und ich sage es immer wieder, die Behörden haben Möglichkeiten auch Nutzer zu identifizieren. So, wir gehen aber mal durch, was gibt es hier noch? 420 Prime Cannabis Marktplatz. So, ne, ist klar, was hier angeboten wird und ihr seht schon, diese Webseiten sind alle relativ ähnlich aufgebaut. Ne? Das ist jetzt kein Marktplatz, wie es Wall Street Market war, sondern hier wird halt Gras verkauft im Endeffekt. Ne? Ist im Endeffekt, sind alle sehr ähnlich, aber es ist so, dass die meisten Scam sind tatsächlich. Wir werden uns jetzt mal einen
weil ich oft gefragt wurde, wie hat Wall Street Market funktioniert, wie funktionieren Marktplätze, wir werden uns jetzt mal einen Marktplatz noch angucken. So Freunde, wir sind jetzt hier auf einem Darknet-Marktplatz, einer der größten aktuell, und ihr seht schon, um was es sich dreht, ne? Illegale Substanzen, Online-Business, Software, Services, Falschgeld und so weiter. Wir gehen jetzt mal auf ein Angebot, damit ihr mal seht, wie das Ganze aussieht. Hier ist das Angebot, ne, da ist eine Beschreibung, das User Profile, also von dem Verkäufer, Bilder, und dann könnte man hier den Verkäufer kontaktieren, eine Order platzieren, also quasi bestellen und so weiter. Man kann reporten den Vendor, man kann das Listing reporten, und so ähnlich funktionieren eigentlich die meisten Marktplätze, ne? Aber an der Stelle auch ganz klar nochmal, hier zu bestellen ist illegal, ihr macht euch strafbar, die Behörden haben Möglichkeiten, euch zu erwischen, und eine Sache ist halt die, ihr könnt euch nie sicher sein, ist es ein Honeypot oder nicht, also haben die Behörden bereits Zugriff zu dem Server und identifizieren Verkäufer und Käufer. Ich wollte es euch nur mal kurz zeigen, einfach, dass ihr seht, über was wir sprechen hier. Im Deep Web finden sich aber natürlich auch legale Seiten. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ProtonMail, ist ein relativ bekannter Mail-Anbieter, und solche Mail-Anbieter und Dienste werden natürlich gerne genutzt von Menschen, die aus Ländern kommen, wo stark zensiert wird oder die Angst haben müssen, verfolgt zu werden, weil sie bestimmte Informationen leaken. Ja, also das Deep Web ist nicht nur negativ an der Stelle. Es finden sich auch Blogs, hier zum Beispiel ein Dark Web Blog, da geht es um Technik, wie man einen Onion-Service installiert und so weiter. Also es gibt nicht nur illegale Sachen im Dark Web, das möchte ich euch halt an der Stelle nochmal ganz klar sagen. Ne? Hier gibt es auch eine Webseite von einem Deutschen im Deep Web, und theoretisch ist eine Webseite im Deep Web technisch genauso aufgebaut wie eine echte Webseite. Also man kann dort einen normalen legalen Shop betreiben, man kann einen Blog betreiben und so weiter und so fort. Es besteht nicht nur aus illegalen Webseiten. Gut, das zum Thema, was findet man im Darknet, und ich werde jetzt nochmal so eine kleine Zusammenfassung machen, und ich werde euch auch sagen, wie sicher ist diese Sache überhaupt? Wie sicher ist das Darknet? Anders als viele Menschen vermuten, bietet auch das Darknet keine völlige Anonymität. Natürlich ist es für Ermittlungsbehörden oder auch für Seitenbetreiber schwieriger, eure IP-Adresse und damit eure Identität herauszufinden, weil ihr natürlich euch über verschiedene Knotenpunkte verbindet. Aber mittlerweile ist es so, dass vor allem die Behörden Mittel und Wege gefunden haben, um Seitenbetreiber und auch Nutzer zu identifizieren. So ist es ja auch uns passiert. Und dabei ist es so, dass die Behörden viele Knotenpunkte, über die die Verbindungen im Tor-Netzwerk laufen, selber kontrollieren. Und durch diese Kontrolle können sie mit genügend Aufwand und Mitteln auch Server und Nutzer identifizieren. Das Darknet bietet also eine Anonymität, aber keine hundertprozentige Anonymität. Zusätzlich ist es natürlich so, dass Menschen, die auf Marktplätzen im Darknet einkaufen, nie sicher sein können, ob dieser Marktplatz als sogenannter Honeypot betrieben wird. Es gibt Beispiele, zum Beispiel der Hansa Market, der damals zusammen mit dem Alphabet Market offline genommen wurde und die Behörden diesen Marktplatz übernommen haben, den Code geändert und somit Nutzer und auch Verkäufer identifiziert haben. Die Nutzer waren also in dem Glauben, dass der Marktplatz ganz normal läuft. Dahinter waren aber schon die Behörden, die die Kontrolle übernommen haben und konnten so ungefähr 10.000 Adressen identifizieren. Nochmal ein kleines Schlusswort. Das Deep Web und die Möglichkeiten, die das Deep Web bzw. das Darknet bieten, sind nicht per se gut oder böse. Es gibt zum Beispiel viele Journalisten, die in Ländern leben, in denen zensiert wird, die das Deep Web nutzen, um Informationen weiterzuleiten. Ja? Und es gibt natürlich auch viele Menschen, die das Deep Web für illegale Zwecke nutzen. Und hier ist es so, dass die Möglichkeiten, die das Deep Web bietet, erstmal nur technischer Natur sind. Ich vergleiche das Deep Web gerne mit einer Lagerhalle. Die Lagerhalle ist erstmal nur eine Lagerhalle. Und wie der Mieter bzw. Nutzer diese Lagerhalle nutzt, bleibt ihm überlassen. Der eine nutzt sie für private Sachen, der andere nutzt sie vielleicht als Drogenumschlagplatz. Und genauso
verhält sich die Sache auch mit dem Deep Web. Wie ihr das Deep bzw. das Darknet also nutzt, bleibt euch überlassen.